Schnitzel-TV. Willkommen bei King Lama. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Euro Truck Simulator 2. Wir sind irgendwo, ich habe keine Ahnung, Ostrava, genau, da sind wir. Und wir fahren heute nach, boah, was hatte ich vorhin ausgesucht? Ich habe was Schönes ausgesucht, wir fahren nämlich nach, so jetzt kommt, da, nach Salzburg wollte ich mit euch. Weil da kommen wir dann Richtung Südeuropa. Ich werf schon mal meine nette Kiste an. Und dann fahren wir auch direkt mal los. Denn wir haben schließlich ein bisschen Weg vor uns. So, Benzin habe ich hoffentlich noch hier durch. Denn hier danke wollte ich jetzt nicht gerade. So, und hier geht es auch schon wieder rein. Dann sind wir schon da. Da können wir unsere Fracht entgegennehmen. Da hinten steht sie. Ei, sauber. Was will man mehr? So, nach Glasgow. Ne, das ist zu weit. Da muss ich einmal durch die halbe Republik. Na, vier Achse haben wir. Das wäre das andere gewesen. Oh, auch ein Vierachser. Ja, ist auch ein Vierachser. Auch ein Vierachser. So. Und ich würde sagen, wir machen uns direkt auf den Weg. Jawohl. Hängt nicht zu weit rüber, ideal. Denn 8 Stunden 58 ist dann doch ein Stückchen. Natürlich nehme ich jetzt einen Bürgersteig mit. Wo habe ich mir gerade Schaden bitte gemacht? Down. Okay, der da ist jetzt echt skurril. Ja. Naja. Halb so wild. Hauptsache der LKW fährt. Und wir kriegen nicht diese störende Motorfehlfunktion. Solange das gewährleistet ist, stört mich jetzt nicht. So. Und hier vorne wieder nach Hause. Oh, kann man schon wieder Zeit lassen. Weil schon wieder rot ist. So. Jawohl. Jetzt können wir nämlich direkt loslegen. So. Ist da aber ganz schön knapp. Und das, obwohl ich doch sehr weit ausgeholt habe. Naja gut. Wir fahren dann mal. Da vorne geht es nach links, das heißt, ich muss gleich auf die linke Spur wechseln. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nach Salzburg, in Salzburg war ich schon mal, aber neben, also im Spiel jetzt, aber neben Salzburg liegt eine kleine Ortschaft, ein kleiner Ort, da war ich jetzt im Spiel und ich glaube, der hieß Gröde oder Grode? Gröde? Ah ja, und dahin wollte ich. Denn in den anderen Städten, die jetzt meine, also in die Richtung, wo ich jetzt wollte, lagen. Da war ich schon überall. Im Spiel zumindest. Ihr seht ja da schon, wenn ich euch die Map zeige, dass ich schon auf relativ vielen Orten war. Aber halt noch nicht auf allen. Und mein Ziel ist immer so diese neue, die durch die Mods hinzukommen, dass ich dahin auch mal komme. Ich habe mir vorhin auch noch, jetzt kommt schon ein kleiner Spoiler. Ich habe irgendwann in Zukunft vor, auf wieder mal auf einen MAN-LKW zu wechseln. Einfach, weil ich die von außen relativ neutral finde. Also ist jetzt nicht mein absolut Lieblings. Ich finde sie halt, sind halt elegant, aber dezent. Und das Einzige, was mich bei denen halt immer gestört hat, war dieser Blinker. Der hat ja immer so eine Ewigkeit gedauert. Ah ja, und ich habe mir da jetzt mal eine Mod runtergeladen. Den Blinker, ja, so auf etwa die gleiche Geschwindigkeit von den anderen bringt. Von den anderen, wie jetzt hier Mercedes-LKW. Sodass es viel erträglicher sein wird.
Und denn ich bin. Ich, normalerweise fahre ich immer entweder MAN, Volvo oder Scania. Aber ja, und MAN fahre ich eigentlich mittlerweile nur noch so selten, weil dieser Blinker mich immer so gestört hat. Vor allem, wenn man an der roten Ampel steht, dann nervt einen sowas von völlig von. Und ja. Ich finde es generell komisch, warum der überhaupt so, so langsam ist, da in der Realität der Blinker ganz anders ist. Also der ist ganz normal. Und der Mod, Der Mod, ey. Die funktioniert für MAN-LKWs und für Iveco-LKWs. Iveco müssen wir auch mal fahren. Das, ich glaube, den bin ich erst einmal in meiner gesamten ETS-Karriere gefahren. Ja. Mal schauen. Es gibt so einiges, was ich noch nicht allzu oft gefahren habe. Denn ich bleib immer irgendwie bei meinen Lieblingsmarken hängen. Hier, der Mercedes ist ja zum Beispiel auch ganz sympathisch. Ich hatte, den habe ich gefunden, als ich durch den Steam Workshop bisschen geguckt habe, was sonst Neues gibt. Und da habe ich den gesehen. Und das erste Mal, als ich ihn probiert habe zu installieren, habe ich den runtergeladen, halt auf dem Steam Workshop und installieren lassen. Ah ja, und der hat nicht richtig installiert. Und danach, nach einer Zeit, habe ich dann gemerkt, oh, probier's nochmal. Und ja, das gleiche ist mir vorhin passiert. Ich komme gerade aus der GTA-Session, also aus der GTA-Aufnahme. Ich hatte gerade ein paar Stunden lang GTA aufgenommen. Ah ja, und deshalb, da war ich auch eine Mod am installieren. Ah jo, und bei der Mod habe ich immer was vergessen zu installieren, also eine Datei. Weil die einfach eine andere Endung hatte. Der Name war der gleiche, oder der identische. Aber der letzte, die letzten paar, wie heißt's, die letzten paar, die letzten drei Buchstaben, das waren andere. Ah jo, und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum funktioniert das nicht, warum funktioniert das nicht? Ah ja, und so ging mir es auch schon mal bei Euro Truck Simulator, und das war auch der gleiche Fehler, warum meine, hier meine Mercedes-Benz-Mod nicht funktioniert hat, nicht richtig. Also hat so halb funktioniert. Ah jo, und bis ich gemerkt habe, dass das eine andere Endung hat. Ah jo, und als, sobald ich das geändert habe, hat es funktioniert. Aber wie gesagt, man muss schon lesen, was immer in dieser, ich nenne es mal, Gebrauchsanweisung steht. Also da kommt ja immer so Textdatei mit, wo dann drauf steht Readme oder sowas. Ist halt wie eine Gebrauchsanweisung. Ah jo, und da steht dann schon immer alles drauf und viele schreiben drauf, dass man es aufmerksam lesen soll. Ah jo, und ihr kennt mich, ich mache das natürlich nicht. Ist ja genau das gleiche wie Ikea-Gebrauchsanleitung, ich lese die an nie. Und ja, dann bekommt man die Quittung. Und man verzweifelt so langsam daran, warum das nicht funktioniert. Ich kam gerade vom Berg runter, deshalb habe ich so viel Schwung mit. Und ich den Schwung ungern verfallen lasse. Dann überholen wir hier gerade ein paar Fahrzeuge. So. Ich muss mal schauen, wie lange ich jetzt noch Eurotruck aufnehme. Ich bin nämlich, punkto GTR war ich jetzt ein bisschen hinten drin mit der Aufnahme. Aber mit Eurotruck war ich ganz gut dabei. Und, ja. Man muss da immer ein bisschen schauen mit der Aufnahme, weil das immer halt, man braucht immer so ein bisschen Gesprächsthemen. Ah ja, und jo, damit das nicht gerade so langweilig für euch wird. Ich muss euch ja irgendwie zutexten, ne? Mit sehr sinnvollen Problemen. Wir fahren über Prag? Nee, hoppa. Kollege, du fährst aber langsam. Ey, ich fahr immer noch so schnell. Wir fahren jetzt nach Wien. Das ist die richtige Richtung, weil ich wollte gerade sagen, Prag ist falsch. So, dann biegen wir hier mal ab. Da war jetzt nicht gerade das Schlauste. Ach komm. Wir haben Schwerlast.
Und dann ziehen wir hier vorne wieder rüber. Ich kam da gerade einen Ticken zu schnell runter. Passiert eben. Das passiert. Jo, aber sonst bin ich mit dem Mercedes-LKW hier sehr zufrieden. Die Mod funktioniert einwandfrei, die zwei hinteren Achsen sind angetrieben. Ich hatte die Volvo-Mod von Ohaha. Oder Ohaha? Ich weiß nicht, wie man. Ich sag Linden jetzt einfach mal Ohaha. Der hat ja auch eine Reihe Mods rausgebracht. Und dort habe ich für mich persönlich in der Mod geändert, dass jetzt zum Beispiel auch die vorderen zwei Achsen auch angetrieben sind, sodass ich praktisch ein Allrad habe. Also das wäre jetzt in dem Fall war die gleiche Achsverteilung, das war dann ein 8x8. Vorteil, beim Anfahren, wenn ich jetzt irgendwo einen Berg runtergefahren bin und ich eine schwere Last dranhängen hatte, dann hat der überall angetrieben. Oder wenn ich irgendwo hängen geblieben bin mit dem Trailer, zum Beispiel auf so einem Kreisverkehr, wie war es das in, ich glaube es war Island oder in Frankreich, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Oder war es Norwegen? Sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen Blödsinn rede. Aber dort hatte ich bin ich halt hängen geblieben. Und wenn aber die zwei vordersten Achsen kommen, dann immer noch auf den Boden. Ah ja, und wenn die Achsen aber auch angetrieben sind, kommt man da viel einfacher raus. Da muss man nicht so viel, also muss man nicht so viel nach hinten wieder nach vorne, also dieses Rangieren entfällt dann. Sondern man kann einfach leicht Gas geben und der LKW zieht dann einen da raus. Das ist sehr angenehm. Zumal wenn dann die AI sich wieder sehr schlau anstellt und dann einfach mal quer vor einzieht, obwohl es keinen Grund dazu gibt. Von daher, ja. So, hier ziehe ich rüber. Und dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen. Hier diese Sonnenblumenfelder, die kenne ich vor allem aus Ungarn. In Ungarn haben die das Ganze, ist das sehr verbreitet. Ich glaube, die machen daraus Öl, wenn ich richtig informiert bin. Die lassen die Sonnenblumen, also welk werden jetzt in dem Sinn, also dass sie nicht mehr gelb sind. Und dann fahren die da praktisch wie mit einem Maishäcksler da durch und sammeln die Kerne, um die für die Ölgewinnung zu benutzen. Auch ein ganz spannender Prozess, weil man daran ja eigentlich hier in Westeuropa so gar nicht dran denkt. Aber jo, ich find's gut. Da war jetzt gerade unlogisch. Hier kommt die österreichische Grenze, aber wir waren vorhin schon in Wien. Sind wir wieder über die Grenze gefahren? Da kann doch nicht sein. Durch welche Stadt sind wir? Ne, wir sind durch Brno. Ne, da kommt Wien. Ich weiß nicht, wo ich dann gerade vorhin vorüber durch bin. Ja, und da geht's dahin. Wir haben aber schon ein gutes Stück gemacht, finde ich. So. So. Oh, wir sind wieder zu schnell. Noch 45. Ich würde sagen, bei... Also jetzt genau in der Stunde Spielzeit werde ich einen Cut setzen. Dann, und das dann in zwei Videos wieder teilen, weil sonst das eine Video wird sonst wieder zu lang, denn wir haben jetzt schon wieder eine Viertelstunde zusammen. Und diese halbstündigen Videos, das ist vielleicht für euch ganz angenehm immer zu schauen. Aber ich habe da, aber bei mir macht der Unterschied zwischen einem 15 bis 20 Minuten, ich überziehe ja die 20 Minuten nicht schon immer auf 1, 2, 2, 23 Minuten. Eines solchen Videos ist bei mir um die Hälfte schneller als eines, als wenn ich eins von, sage ich, 30 bis 40 Minuten hochlade. Das zieht mir, also für ein 30-minütiges Video brauche ich so 32 Minuten, dann brauche ich fast eine Stunde, 10 Minuten, damit ich das raufladen kann. Aber für ein 20-minütiges Video, da bin ich innerhalb von 25 Minuten, eine halbe Stunde, bin ich damit durch. Und das macht mich halt so fertig. Für diese 10 Minuten mehr habe ich einen so viel längeren Upload.
Das ist schon fast nicht mehr normal. Und ich exportiere ja alles mit Premiere. Und also ich schneide auch alles mit Premiere. Und das ist einfach so komisch. Ich habe die gleichen Einstellungen. Ich habe alles identisch. Nur für diese 10 Minuten mehr habe ich so viel mehr Datenmenge, dass es doppelt so lang dauert. Von daher, keine Ahnung, woran das Problem da liegt. Und da, wenn ich den Computer halt im Upload habe, also rendern kann der bei mir von mir aus immer im Hintergrund. Das macht der Prozessor mit, da kann ich auch was währenddessen spielen. Das Problem ist im Upload, weil dann kann ich kein Online mehr spielen. Okay, bei Eurotruck Simulator wäre das jetzt nicht das Problem, aber zum Beispiel, wir streamen ja regelmäßig abends. Ich habe dann keine Upload-Geschwindigkeit. Ich kann weder zocken, also zum Zocken reicht es mal nicht. Vom Streamen ganz zu schweigen. Aber es reicht ja schon mal nicht mehr fürs normale zum Zocken. Von daher. Ja, die Tücken der Technik. Manchmal wollen sie auch nicht. So, ich lasse mal jetzt komplett ausrollen bis auf 80. Die wir hier offiziell fahren dürfen. Ja, wenn ich so am Sprechen bin, bleibt immer so mein Finger so auf dem Gas hängen. Ich glaube, das ist aber ganz normal, dass man dann, also, das lenkt einen ja auch teilweise irgendwie ab, wenn man Mitfahrer hat. Klar, man ist immer froh, wenn man Mitfahrer hat, aber wenn ich dann so Sachen am Erzählen bin, dann achte ich schon drauf, dass vor mir Platz ist, aber so an Geschwindigkeitsbegrenzung halte ich mich nicht immer so 100%. Und, ja. Oh, unser Retarder funktioniert, sehe ich gerade. Und dieses gelbe Lämpchen über dem Mercedes, jetzt ist es weg, über dem Lenkrad. Licht ist eigentlich. Die Kennungsmarken können wir anlassen. Aber für Volllicht finde ich es noch hell genug. So. Ich glaube, das wäre eigentlich genau der ideale Parkplatz gewesen. Wann kommt der nächste? Wenn nicht, mache ich... Oh, da vorne kommt der nächste. Wenn nicht, hätte ich jetzt einen fliegenden Wechsel gemacht. Das heißt, ich wäre einfach weitergefahren. Oder ich fahre das Ding gerade durch. Oh, komm, wir fahren einfach. Wir fahren einfach. Dann machen wir noch ein paar mehr Kilometer. Das ist auch nicht schlimm. Das ist auch nicht schlimm. Ich muss mich für halt die nahe Zukunft auch wieder darauf einstellen, dass ich die MAN-Mod dann zu funktionieren bringen muss, können, soll. Nee, das war jetzt zu viel. Nee, ich muss die einfach wieder ans Laufen bringen. Da hatte ich... Oh, was war das? Das ist schon ein bisschen her, dass ich die... das letzte benutzt habe und ich muss schauen, ob die noch auf dem neuesten Stand ist. Aber wenn das ja jetzt alles über Steam Workshop funktionieren soll in ferner Zukunft, dann wird das Ganze auch einfacher für mich. Ja, bremst einfach schon mal, genau. Du hast bestens Platz zum Rollen lassen. Dann geht das ja alles automatisch. Hoffentlich. Und funktioniert dann auch. Das heißt, wenn Eurotruck dann ein kleines Update oder ein Patch bekommt, dass ich dann trotzdem nicht... alles noch mehr wie heißt es? Noch mehr nicht reduzieren, sondern der Name ist gerade nicht da. Moment. Noch mehr nicht, dass ich mich nicht mehr so um all die Mods, einzelnen Mods kümmern muss, dass das halt alles automatisch funktioniert. Guckt, in so Situationen, da ist es zum Beispiel auch ganz hilfreich, wenn die Frontachsen auch angetrieben sind. Man bringt mehr Leistung auf die Straße, also mehr Grip auf die Straße. Man hat mehr Grip und dadurch bringt man auch mehr Leistung auf die Straße. Bessere Zugkraft. So.
jetzt kommt. Also ich bin insgesamt ein bisschen mehr als 8 Stunden unterwegs. Doch, ich würde sagen, ich mache hier eine Pause. Ich war, ich habe mich jetzt wieder umentschieden, aber... Oder? Sommertisch fahren. Jetzt oder nie? Jetzt oder nie? Ich fahre hier raus. Ich fahre hier raus. Das macht mehr Sinn. Das hätte eigentlich schon mehr Sinn vorhin gemacht. So, ich bleib auch nur kurz hier einfach nur so rein. So. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ich hoffe, euch im nächsten Part wieder begrüßen zu dürfen.